Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir alles für die Baustelle. Wir brauchen Perlen, Pappe, Schachteln, Steckperlen, ein Überraschungsei, Spielsteine, Zahnstocher, einen Strohhalm, eine Plastikflasche, Draht, Fieberthermometer, Hütchen und runde und eckige Holzstäbe. Für die Leitkegel nehmen wir Fieberthermometer, Hütchen, kürzen sie ein bisschen an den Seiten ein und schieben eine Perle von innen hinein, damit sie etwas stabiler sind. Und kleben Pappe unten dran, ein quadratisches Stück. Für den Schrankenzaun nehmen wir ein Stück Pappe und schneiden einige Löcher hinein, so wie hier zu sehen, und kleben dann Halbkreise oben an den Rand. Wie ihr seht, habe ich hier leider einen Fehler gemacht. Der Schrankenzaun muss eigentlich andersrum sein. Jetzt kleine Stücke von Zahnstochern ankleben. Und nun noch Kreise aus Kunststoff ankleben. Das wird die Halterung für die Warnleuchte. Ich habe hier Kunststoff genommen, weil das besser zu schneiden ist in dieser kleinen Form als Pappe. Ja, und ich musste dann alles wieder auseinandernehmen, weil ich es ja falsch rum angeklebt hatte. Bei der Leitbarke verfahren wir genauso. Kleben hier auch wieder einen Halbkreis an und einen Kunststoffring. Die Warnleuchte kommt dann später noch dran. Für die Straßenschilder nehmen wir einfach Kreise oder Dreiecke und kleben runde Holzstäbe an. Für die Fußplatten, also den Ständer sozusagen von den Schildern, nehmen wir drei quadratische Stück Pappe und kleben sie aufeinander und dann ein rechteckiges Stück Pappe ankleben und die Seiten sollten so abgeknickt sein. Und die Seiten von den Fußplatten wiederum auf Pappe aufkleben und dann schön zurechtschneiden, damit nichts mehr übersteht. So soll dann die Fußplatte aussehen. Jetzt noch ein Loch hineinbohren und das Straßenschild hineinkleben. Für den Bauarbeiterhelm nehmen wir einen Deckel und kürzen ihn ein. Und kleben ein Stück Pappe an, und zwar den Schirm der Mütze oder des Helms. Jetzt noch zurechtschneiden, innen und außen. Und noch einen Pappstreifen oben auf den Deckel kleben. Für den Betonmischer nehmen wir ein Überraschungsei. Schneiden es durch und kürzen es auch wieder ein bisschen ein und schneiden in die eine obere Öffnung ein Loch hinein. Jetzt beide Hälften zusammenkleben. Und über die Klebenaht einen Ring aus Draht kleben. Auf die Rückseite des Ü-Eis auch noch ein Stück Draht kleben in U-Form. An die rechte Seite jetzt einen eckigen Holzstab kleben und darauf einen runden Holzstab und ihn dann noch zurechtkürzen. Für das seitliche Rad am Betonmischer nehmen wir einen Pappkreis und kleben drei kleine Stücke Draht an. Und diesen Pappkreis kleben wir dann in einen Schlüsselring. Dieses Rad kleben wir dann an den runden Holzstab. Auch an die linke Seite einen eckigen Holzstab kleben. Und einen Holzstab quer in die Mitte kleben. Den linken Holzstab jetzt kürzen, da kommen dann die Räder dran. Für die Achse nehmen wir einen runden Holzstab und kleben zwei Spielsteine links und rechts an. Und zwei eckige Holzstäbe kleben wir nochmal so im Dreieck an.
Diese Achse kleben wir nun an den Betonmischer. Jetzt fehlt nur noch das Gehäuse des Motors. Hierfür schneiden wir eine Pappschachtel zurecht. Wir kürzen sie ein bisschen ein und schrägen sie an und kleben sie an die Seite des Betonmischers. Für die Schubkarre nehmen wir diese Plastikflasche und schneiden genau die Seite aus, die ich hier zeige. Dann kleben wir noch eine Rückwand an und schneiden alles überstehend ab. Dann schneiden wir noch einen Rahmen aus und kleben ihn auf die Wanne der Schubkarre. Aus Draht formen wir das Gestell und kleben es unten an. Ein Spielstein dient als Rad, den kleben wir vorne an. Dann nehmen wir runde Holzstäbe und kleben sie als Griffholme an, dann noch vorne ein Stück Strohhalm jeweils ankleben als Griff. Für den Spaten nehmen wir wieder einen runden Holzstab und kleben ihn an ein Stück Pappe. Den Spaten dann noch kürzen und ein Stück Holzstab quer ankleben. So sieht das Ganze im Rohzustand aus. Den Spaten bemalen wir in ockerfarbener und silberner Acrylfarbe, die Schubkarre in silberner, schwarzer und roter Acrylfarbe, den Betonmischer bemalen wir in orangener und schwarzer Acrylfarbe, den Schrankenzaun und die Leitbarke in roter, weißer und gelber Acrylfarbe bemalen, Leitkegel in weißer und orangefarbener Acrylfarbe, die Schilder in weißer, roter, silberner und anthrazitfarbener Acrylfarbe oder in blauer und roter Acrylfarbe, je nach wem welches Schild, den Bauarbeiterhelm in gelb und das Umleitungsschild in gelb, schwarz und silber bemalen. Jetzt kleben wir noch die Warnleuchten an. Hierzu nehmen wir Steckperlen, kürzen sie ein und kleben sie an die Halterung des Schrankenzauns und der Leitbarke. So, dann frohes Schaffen bei der Baustelle und allen anderen Verkehrsteilnehmer gute Nerven. Übrigens, wer einen Kran basteln möchte, findet hier die Bastelanleitung in meinem Kanal. Genauso wie die Bastelanleitung für ein Baugerüst und Malerutensilien. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald, eure Steffi.